Grüß euch die Madeln, servus die Burm, eine neue Episode von Pixel Beschallung, dem Retro Gaming Podcast, die ein bisschen anders ist als die restlichen. Kein Pixel Royal, kein Retro Newsflash, nein, es geht nicht einmal um ein Spiel. Ich habe mir ein Beispiel am Halloween Special von Meinungsgeflüster genommen und werde euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte geteilt in 4 kurze Episoden, damit zu jedem Advent ein neuer Teil erscheint. Aber es ist keine der üblichen Stories. Fast zumindest. Ich habe eine eigene geschrieben, inspiriert von einer doch recht bekannten Geschichte. Qualitativ natürlich nicht so hochwertig wie die Heringskriege von Das ist richtig, aber ich habe mir Mühe gegeben. Viel Spaß mit dem ersten Teil von... Eine Weihnachtsbeschallung. Es ist Heiligabend, der 24. Dezember. Die Schneeflocken fallen vom Himmel. Die Straßen sind bedeckt mit der weißen, kalten Pracht und die Kinder werfen sich in den Schnee, um Schneeengelchen zu machen. Wisst ihr eigentlich, dass man Schneeengel mit 3 E schreibt? Das tragt zwar überhaupt nichts zur Geschichte bei, aber es schaut echt komisch aus. Überall herrscht festliche Stimmung in den geschmückten Häusern. Der Duft von Zimt, Punsch und dem Erbrochenen einiger übermotivierter Partygänger liegt in der Luft. Alle warten voller Vorfreude darauf, ihre neuen Videospiele, die unter dem Weihnachtsbaum auf sie warten, auszupacken. Bis auf die übermotivierten Partygänger, die schlafen ihren Rausch aus. Videospiele unter dem Weihnachtsbaum? Wer ist so blöd und kauft denn noch Videospiele? Ertönt es schroff aus einem Fenster. Wer diesen Mist heute noch kauft, ist selber schuld. Das ist verlorene Zeit. Geht lieber arbeiten. Es ist Pixelisa Poldi. Ein unguter Geselle. Eine lange Hakennase ziert sein Gesicht, die er mit seinem zotteligen Vollbart versucht zu verstecken. Mit seinem Zylinder am Kopf hat er aufgrund seiner Statur große Ähnlichkeit mit Danny DeVito in Batmans Rückkehr, nur eben mit Bart. Aber Mr. Poldi, ein gekauftes Spiel hat doch viel mehr Wert, versucht ihm der kleine Timmy, der gerade auf dem Weg zum Elektrohändler war und fröhlich seine Tragetasche schwang, zu entgegnen. Es macht Spaß, besonders mit Freunden. Bevor ich mein hart verdientes Geld dafür ausgebe, friert eher die Hölle zu. Videospiele? Humbug! Pixelisa schlug das Fenster zu und widmete sich seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Sortieren seiner Sammlung am Bauchnabelfussel nach Gewicht und Farbton. Seine neueste Errungenschaft, einen 2 cm langen dunkelblauen Fussel, hat er sich gerade frisch aus dem Nabel gezogen. So frisch, dass er sogar noch etwas warm war. Er streichte sich damit lustvoll über seine Unterlippe, bevor die Briefwaage zum Einsatz kam. Doch irgendwas stimmte nicht. Nicht mit dem Fund des Tages, es war plötzlich mucksmäuschenstill. Kein Kind war mehr zu hören, kein Auto, nichts. Als Pixelisa anfing, die Ruhe zu genießen, erzitterte der Boden. Sein Fusselsammelraum bebte und war urplötzlich hell erleuchtet. Ein immer lauter werdendes Grollen drang in seine Ohren. Leicht wankend schritt der beleibte Mann zurück zum Fenster, schloss die Jalousien und setzte sich zu seinen Bauchnabelschätzen. Scheiß 16 Uhr Zug, aber dafür ist die Miete billig, grummelte er. Und er hatte recht. Kurze Zeit später war der Spuk vorbei und der Zug nicht mehr zu sehen. Da klopfte es an der Tür. Einmal, zweimal, dreimal. Es war ein langsames, aber energisches, lautes Klopfen. Wer nervt denn jetzt wieder? Gehen Sie weg, wir kaufen nix, schrie Pixelisa lauthals. Doch der Unbekannte ließ nicht ab. Wieder klopfte es, einmal, ein zweites Mal und auch ein drittes Mal. Pixelisa wurde unfreundlicher, noch unfreundlicher als sonst. Schleich dich, Idiot! Doch nun kam zum Klopfen ein lautes Scheren hinzu. Entnervt riss Pixelisa die Türe auf, um den Störenfried die Leviten zu lesen, doch niemand war zu sehen. Verdutzt schloss er wieder die Haustüre, doch dann ließ es ihm das Blut in den Adern gefrieren. Er hörte direkt hinter sich ein Geräusch, das er nicht zuordnen konnte.
möglicherweise ein Stöhnen, vielleicht auch ein Keuchen, aber er wagte es nicht, sich umzudrehen. Jetzt dreh dich endlich um, du Arschloch! Wer war das? Hat sich hier jemand in die Wohnung geschlichen? Pixelisa drehte sich vorsichtig um und blickte in zwei zornerfüllte Augen. Vor ihm stand eine mit Anzug und Krawatte gekleidete alte Gestalt mit weißem, schütteren Haar. Du hast mir einen dicken Schreck eingejagt. Bist du ein Versicherungsvertreter? Schau ich so aus, du Trottel, schimpfte der Unbekannte und rückte seine altväterische Brille zurecht. Wer ich bin, tut nichts zur Sache. Erst bin ich einmal komplett außer Atem, weil ich die verf***ten Treppen hochlaufen musste, weil du, Sohn, im vierten Stock ohne Aufzug wohnst und dann lässt du mich draußen warten. Außerdem hast du, Pixelisa, deine Freude am Videospielen verloren. Wenn du nur hier bist, um Spiele zu spielen, kannst du gleich wieder gehen. Such dir Online-Freunde. Der Unbekannte wurde zorniger. Nein, du Arsch! Du, Pixelisa, bist videospieltechnisch so verbittert, das wird kein gutes Ende nehmen. Das ist mein Erbe, das du mit Füßen trittst. Du wirst Besuch bekommen von drei Geistern. Drei Geister? Kasimir, Huibu und Slimer? Fragte Pixelisa mit einem schelmischen Grinser im Gesicht. Halt den Sch**s Maul! Ich hab Videospiele geschaffen, da warst du nicht einmal im Sack deines Vaters. Es werden... Inky, Blinky und Pinky, was ist mit Clyde? Der Unbekannte wurde ungeduldig und packte Pixelisa am Kragen. Jetzt lass mich doch einmal ausreden. Es ist der Geist der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Videospielweihnacht. Ist das jetzt ein Geist, der alles drei kann? Oder doch ein Dreigeister-Gangbang? Doch der Unbekannte antwortete nicht. Diese Frage blieb unbeantwortet. Vorerst. Der unbekannte alte Mann ließ vom übel gelaunten Videospielmuffel ab und verschwand mit den Worten: Du wirst es verf***t noch einmal sehen, du kleiner beschissener Arsch! Tja, liebe Kinder, für heute war's das. Kehrt der Unbekannte mit dem Fäkalvokabular zurück? Wie viele Geister sind es wirklich? Und warum hat am heiligen Abend um 16 Uhr noch ein Elektrogeschäft offen? Nächsten Sonntag gibt's den zweiten Teil des Adventspecials, eine Weihnachtsbeschallung. Baba!